Penner im Auto hier. Mein Name ist Tobias, ich bin seit über 2 Jahren in meinem selbstgebauten Van unterwegs und im heutigen Video geht es über das Thema Isolierung. Ob man eine Isolierung benötigt, welche man am besten verwendet, was eine Isolierung überhaupt ist, für welche ich mich entschieden habe und was ich das nächste Mal anders machen würde. Falls ihr während des Videos irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer einfach anschreiben. Vorher aber noch ein kleines Update seit dem letzten Video. Ich bin momentan 100 Kilometer nördlich von Athen. Seit dem letzten Video ist eine Menge passiert. Bin mit einer Fähre nach Patras gefahren, habe an einem absoluten Traumstrand die Tage herziehen lassen, war in kristallglasklaren Bergwasserfällen duschen, habe die wundervolle Voidokilia-Bucht kennengelernt, habe in Kalamata in den Bergen an meinem Stellplatz mit wundervoller Aussicht ein Handy auf dem Boden gefunden, wo ich wusste, hey, hier bin ich nicht lange alleine, der Typ kommt vorbei, um es abzuholen. Habe auch Sparta besucht. War daraufhin in Monemvasia, eine alte historische Stadt. Und nachdem ich dann Korinth und Athen jeweils für 24 Stunden besucht habe, bin ich endlich an diesem wundervollen Strand gelandet. So, da stellt sich die erste Frage, braucht man überhaupt eine Isolation? Viele, die gegen eine Isolation sind, sagen, ja, dadurch kann man abends das Auto schneller kühlen, wenn es tagsüber heiß war. Ja, das stimmt. Aber man kann ja auch einfach die Seitentür oder die Hintertür aufmachen und einmal die Luft durchziehen lassen. Dann wird es auch schnell kühl. Ein weiteres Argument gegen die Isolation wäre auch der Preis. Ich glaube, ich habe, das ist so lange her, 300 oder 400 Euro für die komplette Isolation bei mir bezahlt. Wie gesagt, das ist K-Flex. Jedoch muss ich sagen, dass K-Flex nachriecht. Selbst jetzt nach 2 Jahren, wenn die Sonne richtig dolle auf mein Auto scheint, dann riecht es nach Chemikalien. Ansonsten gibt es nur Vorteile einer Isolation. Natürlich kann man sich vor dem kalten Wetter besser schützen, aber das eigentlich Wunderbare ist natürlich, dass man das Klima im Auto durch eine Isolation viel besser kontrollieren kann als ohne eine Isolation. Selbst jetzt, wenn die Sonne volle Kanne auf mein Auto drauf knallt, weiß ich, ich kann da reinkommen, die Ventilatoren anschmeißen und das Auto besser kühlen. Also ja, eine Isolation lohnt sich auch in den wärmeren Gebieten, da es insbesondere nachts gerne mal eiskalt werden kann, wie letzte Nacht. Es war eiskalt, eiskalt. Zum Thema Isolierung habe ich viele Sachen ausprobiert. Es gibt einige Prinzipien, die man beachten muss. Doch wir beschränken uns nur darauf das Wichtigste. Ansonsten würde es einfach die Länge des Videos sprengen. Bei mir sieht man das hier ganz deutlich. Ich habe mich für Isoliermatten entschieden. Das sind K-Flex-Matten, die sind quasi gleich wie Armaflex. Und dazu habe ich im Nachhinein dann noch ganz viel mit PU-Schaum nachgearbeitet, um die Lücken zu füllen. Doch was ist eine Isolierung eigentlich? Es geht hierbei um die thermische Isolierung. Von den meisten ganz salopp gesagt, hält die warm. Das stimmt eigentlich auch nicht so ganz. Es sorgt quasi dafür, dass die Kälte nicht hier durchkommt, beziehungsweise die Wärme hier nicht durchkommt. Und somit könnt ihr es im Auto wunderbar warm haben, während es außen beispielsweise eiskalt ist, wie in Berchtesgaden bei mir vor kurzem. Um es im Auto warm zu haben, braucht ihr 4 Sachen. Erstens natürlich die Isolierung. Zweitens, die Wärmequelle im Auto. Bei mir ist es eine Dieselheizung, die ich hier verbaut habe. Drittens kommt es auf die Temperatur außen an. Je kälter es außen ist, desto kälter wird es auch hier drin sein. Und die 4. Sache, worauf es ankommt, ist die Größe des Raums, den man warm halten möchte. Wenn ihr versuchen würdet, eine Halle warm zu halten, eine riesige Sporthalle, dann müsstet ihr quasi ein viel größeres Feuer legen, als wie wenn ihr nur kleine 10 Quadratmeter warm halten wollt. Das sind die 4 Sachen, auf die es ankommt. Soweit eigentlich ganz verständlich, oder nicht? Viele vergessen das nur gerne. Und wenn ihr mal Probleme mit der Kälte habt, müsst ihr euch immer daran erinnern, dass ihr eine der 4 Sachen beeinflussen müsst, um das Problem lösen zu können. Zu all diesen Prinzipien zeige ich dann gleich noch was, um es noch verständlicher zu machen. So, jetzt gibt es noch ein 2. Prinzip, das ihr kennen müsst, damit ihr auf jeden Fall das volle Verständnis von der Isolation und von Wärme und Kälte im Auto drauf habt. Und zwar Methoden der Wärmeübertragung. Welche Arten der Wärmeübertragung gibt es?
drei Stück. Gibt zuerst einmal die gasförmige Wärmeübertragung. Das ist natürlich, wenn ihr zu Hause lüftet und die Kälte von draußen reinkommt und die Wärme rausträgt. Man spricht von Gas- und Flüssigformen. Hier steigen jetzt zum Beispiel warme Gase auf, die man hier oben auch spürt. Die meiste Hitze von Feuer ist tatsächlich die Strahlungshitze. Das ist beim Auto zum Beispiel die Sonne, die gerade da drauf ballert. Das ist nicht zu unterschätzen. Wenn die Sonne auf euer Auto drauf knallt, kann es echt mega heiß in dem Auto werden. So, und die dritte und letzte Form der Wärmeübertragung ist durch Kontakt. Wie zum Beispiel bei der Pfanne hier. Wenn ich jetzt hier oben drauf fasse, dann wird es natürlich sehr heiß an meinem Finger. Am Auto zeigt sich diese Kontaktwärmeübertragung durch gewisse Stellen, die ihr nicht isolieren könnt. Wenn ihr zum Beispiel solche Leisten befestigt, hier zwischen kann ja keine Isolierung hin. Also wird hier auch Wärme übertragen. So, das ist ein sehr gutes Beispiel für Wärmeübertragung. Das Öl brennt hier und das liegt daran, weil die Pfanne halt das komplette Gegenteil von Wärme isoliert ist. Es überträgt die Hitze des Feuers direkt nach oben durch. Man spricht dabei von einer sehr hohen Wärmeleitfähigkeit. Was ist denn die Wärmeleitfähigkeit von Armaflex oder von K-Flex, von diesen Dämmmatten? Da diese die Wärme zurückhalten soll, muss die natürlich eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit haben. Und die liegt bei diesen Matten bei 0,036. Die Einheiten sparen wir uns jetzt. Merkt euch einfach nur die Zahl 0,036. Welche anderen Materialien gibt es denn noch, mit denen man dämmen könnte? Ich werde jetzt nur die nötigsten aufzählen. Das wäre dann einmal noch PU-Schaum. Das hat ungefähr die gleiche Wärmeleitfähigkeit wie diese Matten. Nur PU-Schaum ist vergleichsweise viel teurer. Und was viele Leute auch nicht ansprechen, ist, dass PU-Schaum sich nur sehr schwer entfernen lässt. Das nächste Material, das immer wieder im Munde der Leute ist, ist Mineralwolle. Ich habe mir das mit der Mineralwolle auch überlegt, aber ich bin davon weggegangen, weil bei Mineralwolle gibt es das große Problem, dass wenn dort Feuchtigkeit dran kommt, wenn da Wasser dran kommt, verliert sie quasi komplett ihre Wirkung. Also müsst ihr auf jeden Fall super sicherstellen, dass die Mineralwolle vom Regen und von der Luftfeuchtigkeit weggehalten wird. Das sind die drei Hauptdämmmaterialien, die im Auto verwendet werden. Es gibt noch viele, viele unterschiedliche Firmen. Es gibt auch noch andere Ansätze, die man machen könnte. Doch ich habe mich dann letzten Endes für die Matten, das sind 19 mm Matten und PU-Schaum für die Stellen entschieden, an denen ich halt nicht wirklich dran kam. Das Verlegen der Matten gestaltet sich als adäquat schwer. Zusätzlich habe ich noch mit Armaflex Tapes gearbeitet, um die Lücken dazwischen zuzukriegen, aber man sieht das hier, das löst sich eh mit der Zeit alles auf. Also falls ich hier irgendwie massive Probleme kriegen sollte, weil sich dort Wasser ansammelt, wozu wir auch später noch kommen, dann würde ich das dann auch mit PU-Schaum ausfüllen. Ja, die Matten habe ich überall durchgezogen, auch unter dem Boden. Vorne hat das leider nicht funktioniert. Im vorderen Fahrerraum, hallo, gibt es keine Möglichkeiten, diese 19 mm dicken Matten drunter zu jagen. Hier ist überall Elektronik drunter und hier wurde so platzsparend verbaut, dass es einfach nicht funktioniert. Deswegen musste ich nach vorne hin mir Thermovorhänge hinhängen. Ich habe die dann doppelt umnähen lassen. Das funktioniert ganz adäquat. Zu den Matten noch. Ich habe tatsächlich mir auch Matten maßgefertigt zugeschnitten, um die Fenster abzudichten. Das sieht man immer wieder bei anderen Campern. Das funktioniert auch super, nur ich benutze sie eigentlich nicht mehr. Selbst wenn ich irgendwo im Winter stehe, vielleicht nehme ich dann mit und habe die dann da oben in der Hutablage drin. Der Vorteil ist, sie sind natürlich auch schwarz und man sieht von außen nicht sofort, dass es abgedeckt ist. Aber wie gesagt, ich bin mit der Dämmung hinten so weit zufrieden, auch mit dem Vorhang, dass ich die Fenster vorne nicht weiter zumachen brauchte. So, neben den Matten, wie man bereits gesehen hat, benutze ich dann halt PU-Schaum für die hartnäckigen Stellen. Ich hatte das hier hinten, dass ich eines Nachts plötzlich Kondenswasser hatte, das hier runtertropfte. Das kann man dann hier noch abschneiden, damit das schöner aussieht, aber ich bin hier im Grunde genommen mit der Düse reingegangen und habe das einfach mit PU-Schaum ausgefüllt. Seitdem gibt es hier keinerlei Probleme. Es ist sogar so effektiv, dass wenn ich im Haus oder in einer Wohnung übernachte, es nachts über kalt wird und ich dann mittags zu meinem Auto gehe und die Tür aufmache, dass ich diesen Kühlschrank-Effekt habe, weil mir die kalte Luft entgegenkommt. Das nächste Mal würde ich das auch auf jeden Fall wieder so machen. Mit einem kleinen Unterschied, zu dem ich jetzt komme. Hinter den ganzen Matten gibt es sogenannte Holme. Man sieht das hier, ich muss es ausverkleiden. Das sind wie so dicke, man kann sich das vorstellen, wie so dicke Metallbalken, die hier überall durchgezogen sind, um das Auto zu verstärken. Die sind von innen
Pol. Es gibt viel Diskussion darüber, ob man diese Holme ausfüllen sollte oder nicht. Ich habe es nicht gemacht, da diese Holme dazu beitragen, dass die Luft hier hinter durch das Fahrzeug durchwandern kann und auch Luftfeuchtigkeit und so weiter abtragen könnte. Ich glaube, ich würde das mittlerweile machen. Ich würde die komplett mit PU-Schaum ausfüllen. Das beliefe sich dann wahrscheinlich auf, ich würde sagen, unter 100 Euro. Ich weiß, ich stoße da auf viel Kritik. Deswegen will ich jetzt auch erklären, warum ich das machen würde. Das hat mir ein anderer Camper erklärt, der es gemacht hat. Und zwar sollte sich erstens hinter dem Dämmmatten eigentlich gar keine Feuchtigkeit sammeln, denn die Dämmmatten sollten eigentlich keine Feuchtigkeit durchlassen, zudem sich in diesen Holmen kleine Luftverwirbelungen bilden. Ihr habt ja die äußere Wand des Fahrzeugs und die innere Wand, an der die Isolierung dran ist. Die innere Wand ist wärmer als die äußere Wand, da im Winter dort die Kälte direkt drauf wirkt. Dort wandert die Luft runter, an der inneren Wand steigt die Luft auf. Und so bildet sich ein kleiner wandernder Kreislauf, der auch die kalte Temperatur über die Luft nach innen weiterträgt und die Isolierung eben verschlechtert. Für mich klingt das so logisch, dass ich das beim nächsten Mal auf jeden Fall ausprobieren würde. Falls es ein nächstes Mal gibt. Ich hoffe natürlich, ich fahre den Kasten, solange es geht. So, und mit der Isolierung muss man dann auch über die Luftfeuchtigkeit reden. Das geht Hand in Hand. Da fällt mir ein, ich muss euch noch ein kleines Prinzip aufdrücken. Und zwar trägt warme Luft die Feuchtigkeit und kalte Luft gibt sie ab. Ich habe mir das von Lukas erklären lassen. Vielen Dank an dieser Stelle. Es ist, als ob die Luft einen Rucksack hätte, in dem sie Feuchtigkeit reintun kann. Wenn die Luft warm ist, dann nimmt sie die Feuchtigkeit und packt sie rein. Und die ist quasi wie verschwunden, die Feuchtigkeit. Wenn die Luft jetzt kalt wird, dann nimmt sie die Feuchtigkeit aus dem Rucksack raus und die Feuchtigkeit ist wieder da. Und genau dasselbe Prinzip findet auch im Camper statt. Wenn ihr die Luft durch eure Heizung erwärmt, wird die Luftfeuchtigkeit wird aufgenommen, wandert einfach kreuz und quer durch euer Camper hindurch, bis sie so eine Lücke findet, wo sie auf Metall stößt. Im Winter wird es an dieser Stelle sehr kalt werden. Hier wird die Luft dann auch sehr kalt und gibt die Luftfeuchtigkeit wieder ab. Und es bildet sich Kondenswasser. Also muss man es vernünftig zumachen, damit die Luftfeuchtigkeit hier nicht durchwandert. Kann. Die Dämmmatten lassen Feuchtigkeit nicht durch. Mineralwolle zum Beispiel lässt die Feuchtigkeit durch. Stellt euch vor, die Matte wäre jetzt Mineralwolle. Dann müsste ich mir noch zusätzlich eine sogenannte Dampfsperre holen, die wie eine normale Folie aussieht, die ich dann noch hier befestige, damit die Feuchtigkeit hier nicht reinkommt. Das hier ist eine typische Wärmebrücke. Hier kommt die Kälte rein, die Wärme geht raus, das Kondenswasser sammelt sich. Deswegen muss man Wärmebrücken auf jeden Fall vermeiden. Was man beim Ausleisten des Autos auch beachten muss. Hier führt auch so ein dicker Holm her. Ich habe die Leisten nicht entlang des Holms gezogen, weil sie dann viel mehr Kontakt mit dem Holm hätten. Stattdessen habe ich die immer quer gezogen, sodass die Leiste nur hier mit dem Holm verbunden ist und hier es wieder einen Abstand gibt. Also kann nur hier die Wärme übertragen werden, was das Auto noch dichter macht. Habt am besten so wenig Kontakt zum Blech, wie es nur geht. So, kommen wir zu dem Thema Fenster. Diese Fenster hier vorne sind die größten Wärmebrücken. Die sind nicht dazu gemacht, um die Temperatur zurückzuhalten. Und bei dieser großen Fläche könnt ihr euch vorstellen, dass hier sehr viel Wärme verloren geht. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich dazu entschlossen habe, mir keine Fenster hier hinten anzubringen. Ich habe ja hier bereits Fenster, die habe ich mit den Matten ausgelegt. Die Fenster, die es hier zum Einbauen gibt, die sind speziell behandelt. Die bestehen aus mehreren verarbeiteten Schichten, die halt eben speziell die Temperatur zurückhalten sollen. Es gibt Firmen, die das sehr gut machen, stand aber wie gesagt für mich einfach nicht zur Debatte. Falls ihr ein weiteres Fenster in Betracht zieht, dann solltet ihr halt diese Punkte einfach dabei beachten. So, haben wir das alles? Dann möchte ich euch noch einen kleinen persönlichen Trick erklären. Und zwar habe ich euch bereits in dem Sicherheitsvideo von dem Poncho-Trick mit dem Teelicht erklärt. Das lernt man im Militär. Ich habe es ausprobiert und ja, es ist der absolute Bringer. Das basiert auf dem ersten Prinzip, diese vier Regeln, die wir gelernt haben. Die äußere Temperatur konnte ich nicht beeinflussen. Die Isolierung konnte ich minimal erhöhen, indem ich einen Poncho angezogen habe. Ist natürlich nicht viel Isolierung. Die innere Wärme konnte ich mit einem Teelicht erhöhen. Ist auch nicht viel. Aber da ich den Raum so sehr verkleinert habe, und zwar quasi direkt an meinen Körper dran, war das genug, um mich warm zu halten. Natürlich sitzt man dann hier auf dem Boden und kann nichts machen, was ein bisschen nervt. Deswegen habe ich mir zusätzlich noch hier einen thermischen Vorhang hingehangen. Der ist toll, um einen Sichtschutz zu haben, wenn man im Bett liegt, aber ich ziehe den auch gerne im Bett mal zu, um die Wärme hier drin zu halten. Aber auch wenn es draußen kalt ist, und wir reden hier von minus 20 Grad, kann ich den Vorhang zuziehen. Die Heizung brauche ich dann nur auf kleinster Stufe laufen zu lassen. Und da in diesem kleinen Raum bleibt es warm. Da kann ich mich schon mal bewegen. Doch
Der absolute Oberhammer ist, als ich mir ein Plüsch-Overall bestellt habe. Ja, ich sehe darin aus wie ein kleines Kind in einem Bärenkostüm. Aber das Ding minimiert den Raum so sehr, dass eure Körperwärme ausreicht, um euch warm zu halten. Die Luft kann schön gleichmäßig hin und her wandern. Es ist überall angenehm warm. Ich habe ungefähr 40 Euro dafür bezahlt. Und wenn es draußen kalt ist, trage ich das Teil tatsächlich fast immer hier drin. Diese Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gut, ich packe jetzt die Sachen. Ich werde nur weiter die griechische Küste entlang reisen. Wenn ich dann an der Türkei ankomme, werde ich quer durch Griechenland über Albanien zur Küste fahren, mit der Fähre rüber nach Italien setzen und dann straight nach Norden durch Richtung Deutschland fahren, weil Mitte Mai muss ich zu Hause sein. Und danach geht's Richtung Baltikum für mich. Ich hoffe, das Video hat irgendwie geholfen. Wie gesagt, falls du Ideen hast oder andere Erfahrungen hast und die gerne mitteilen möchtest, dann schreib mir unbedingt. Es kommen noch Videos zum Thema Stealth Camper, ja oder nein. Es kommen noch Videos zum Thema Heizung und auch die größten Fehler, die ich gemacht habe. Ich persönlich wünsche mir, dass so viele wie möglich von euch hier rauskommen. Ich mache das, wie gesagt, seit über 2 Jahren und es ist obergeil. Es ist einfach kein Ende in Sicht. Ich freue mich, falls ich euch beim nächsten Video besuchen darf und sage bis dahin, wir sehen uns unterwegs.